Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sneaker Kult. Wir schauen uns heute die neueste Made in Germany Kollaboration an aus dem Hause Kangaroos, nämlich den Schrittmacherstollen. Groovy. So, die Schlagzahl im Hause Kangaroos wird gegen Ende des Jahres nochmal deutlich erhöht. Erinnert mich so ein bisschen an 2018, da kamen ja auch Ende des Jahres noch mehrere Kollabos raus. So war es jetzt auch gewesen. Wir erinnern uns zum Beispiel an den Goldberg & Sons oder jetzt vor kurzem auch der Foodshop. Beides so zwei richtige Ledermonster, kann man sagen. Extrem gut. Was so ein bisschen vernachlässigt wird bei Kangaroos im Bereich Made in Germany, sind so diese klassischen Vintage-Runner-Modelle. Und da finde ich, hat Schrittmach hier mega gut abgeliefert mit diesem Modell. Denn das ist ein ganz neues Modell und auch erstmalig in dieser Form zu sehen. Das ist der Shield. Den kennen wir zwar schon aus dem Inline-Bereich, dort aber mit der normalen Sohle und jetzt erstmalig als Hybrid mit der Coil-Sohle, die auch extrem gut passt, dem richtig guten Shape gibt. Und ich finde grundsätzlich, dass das Modell eine Top-Erweiterung ist im Kangaroos-Portfolio. Ich finde auch gerade hier diese Vintage-Vibe, auch mit diesem Plastikteil hier an der Seite, was übrigens ganz weich ist, also es ist nichts Hartes, schmiegt sich richtig gut dem Fuß auch an. Top-Ergänzung und jetzt wie gesagt erstmalig mit dem Schrittmacher-Stollen hier in dieser Form zu sehen. Der erste Made in Germany Runner mit Suede und Mesh Kombination, in diesem Fall haben wir Nubuck und Mesh, das war der Racer Hybrid, das war auch mit einer meiner Favoriten im letzten Jahr, bin ich einfach Fan von diesen Silhouetten, deswegen hat es mich ganz besonders gefreut, dass jetzt dieses Modell aus dem Archiv gezogen wurde, jetzt neu aufgelegt wurde und auch in dieser Form rausgekommen ist. Und Schrittmacher Stollen habe ich schon gesagt, das erzählt auch schon alles über das Thema, denn was liegt näher als Dresdner Sneaker Store, als sich diesem Stollenthema zu bedienen, passt auch sehr gut, denn wir haben zum einen hier traditionelle Handwerkskunst im Bereich der Schuhmacher und das verknüpft mit der traditionellen Handwerkskunst im Bereich Bäcker und Konditor. Da ist ja auch Dresden für bekannt, für die Christstollen. Und die Jungs von Schrittmacher haben jetzt nicht einfach irgendwie einen Schuh kreiert, der aussieht wie ein Christstollen, würde auch irgendwie ein bisschen seltsam aussehen. Ein brauner Schuh mit ein bisschen Puderzucker oben und vielleicht irgendwelchen braunen Flecken, die die Rosinen darstellen, sondern sie haben sich den Farben der Zutaten bedient und das dann in kompletten Multicolor-Mesh über den Schuh gezogen mit so einem leichten Farbverlauf. Ich habe mit denen gesprochen, es muss auch extrem schwer gewesen sein, das zu produzieren, ja, diesen Farbverlauf zu schaffen auf dem kompletten Mesh und das natürlich auch unter Berücksichtigung, dass es den Schuh in verschiedenen Größen gibt und dass es dann auch ähnlich aussieht, von der kleinsten Größe bis zur größten. Ja, und da muss man auch mal lobend erwähnen, dass es den Schuh von der kleinen Größe 37 bis hin zu 47 gibt. Das ist auch eine Besonderheit, denn die meisten Kollabos fangen ja dann doch meistens bei der Größe 40 an. Aber in Dresden hier hat man auch an die Kleingrößen gedacht und startet schon ab Größe 37 und da kann man natürlich verstehen, dass es wahrscheinlich sehr aufwendig ist, einen kleinen Schuh mit diesem Farbverlauf genauso hinzubekommen wie zum Beispiel einen ganz großen Schuh. Farbkonzept ist natürlich relativ bunt, aber auch sehr stimmig, orientiert sich wie gesagt an den Zutaten. Also wir haben Zitronat, Orangeat, wir haben Puderzucker, wir haben die Rosinen mit diesem Bordeaux-Rot. Das Schöne daran ist und auch wirklich ein Vorteil, ist jetzt ein Schuh, der durch den Look natürlich jetzt nicht im Winter nur funktioniert, weil es der Stollen ist, sondern der funktioniert genauso gut, wenn nicht sogar fast noch besser, sogar im Sommer. Richtig fresher Colorway. Schöner, leichter Runner mit so einer End-80er, Anfang-90er Silhouette. Hat mir direkt gut gefallen und die Materialien, so wie wir das kennen, natürlich wieder top. Eigentlich bin ich so ein Suede-Fan, aber hier haben wir ein extrem hochwertiges Nubuck Butterzart. Das gleiche hinten auch an der Ferse. Wir haben verschiedene 3M-Details. Hier zum Beispiel hinten an der Ferse mit Ruse eingestanzt und aber auch vorne nochmal ein kleines Detail an der Toebox. Gerade im Dunkeln sehr cool. Die Lederparts über dem Mesh auch extrem gute Qualität. Hier zum Beispiel dieses Nubuck, schaut euch das mal an. Genauso wie auch das Suede hier unten drunter.
von dem Roos. An der Ferse haben wir so ein schönes, zartes, grünes Velour. Zieht sich um die Ferse herum. Der Innenseite auch nochmal das Nubuck, genauso wie hier am Schnürsystem. Gleiches auch hier. Ein paar schöne Details, zum Beispiel hier das Label Schrittmacher, das Logo mit eingewebt. Beim anderen haben wir hier das Kangaroos-Logo im gleichen Design. Was mir auch besonders gut gefällt, das sind die Lace-Tags, die ich in dieser Form auch so noch gar nicht gesehen habe, in diesem Transparent. Der rechte Schuh hat das Kangaroos-Logo und der linke das Schrittmacher-Logo. Auch passend zu den Rosinen, diese leicht transparente, dunkelrote Außensohle, die hier schon ein paar Gebrauchsspuren hat. Ich war schon draußen für das On-Feed, habt ihr gesehen. Beim Lining hat man sich hier für Alcantara entschieden. Sieht gut aus, fühlt sich hochwertig an und vor allem sitzt natürlich extrem gut am Fuß durch diese leichte aufgeraute Oberfläche. Und man kann es schon erahnen, hier die Innensohlen in dem Stollenthema, das zeige ich euch noch, wie ein aufgeschnittener Stollen mit Orangeat, Zitronat, Rosinen und Teig. Ja, der linke Schuh hat das Schrittmacher-Logo und der rechte Schuh hat das Kangaroos-Logo. Was ganz witzig ist, jetzt wo wir bei dem Stollen sind, kommt das Ding natürlich auch in einem sehr coolen Packaging. Die Box seht ihr hier schon stehen. Ich finde wirklich eine wunderschöne Illustration von einem ganz bekannten Dresdner Denkmal. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, August der Starke, polnischer König und sächsischer Kurfürst, steht ganz prominent in Dresden. Goldene Statue auf dem Sockel und man hat ihn einfach genommen, hier frech ersetzt. Ja, das Ross durch ein Känguru. Super lustig. Hat man sich auch richtig viel Mühe gegeben mit dieser Box, die man aufklappt. Und man sieht schon direkt, was noch mit beiliegt. Perfekt, also wirklich ein 200 Gramm Stollen. Natürlich genauso limitiert wie der Schuh. Den gibt es nämlich tatsächlich nur 303 Mal. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ist auch durchnummeriert hier hinten an der Ferse. Ich habe hier die Nummer 300 von 303 Paaren. Und wenn man überlegt, dass auch kleine Größen mit dabei sind, ist es schon wirklich sehr stark limitiert im Vergleich auch zu den vergangenen Kollabos. Der Foodshop ging ja so Richtung 500. Und aber das finde ich echt cool, dass man hier nochmal so einen wirklich aus einer befreundeten Bäckerei so einen richtig handgebackenen Stollen mit beigelegt hat. Super lecker, ich freue mich schon drauf, den zu essen. Und ja, der Schuh kommt übrigens auch in einem Schuhsack. Ja, so ist der verpackt, in diesem Beutel. Ist auch nochmal so ein Handmade in Germany Label mit dran. Es kommt auch noch so ein kleines Booklet, was an dem Schuh dranhängt, wo man auch nochmal so ein paar Bilder aus der Produktion sieht. Und übrigens, wenn wir schon bei der Produktion sind, so ein Schuh ist natürlich nicht ganz günstig, das wisst ihr. Ich gebe das aber wirklich gerne aus, weil ich weiß, wo er herkommt, ist Made in Germany. Und damit man so ein bisschen Verständnis dafür entwickelt, was eigentlich dahinter steckt, so einen Schuh zu produzieren, wie viele verschiedene Arbeitsschritte dahinter stecken, zieht euch auf jeden Fall mal das Video rein, was Schrittmacher produziert hat. Ich werde es euch unten nochmal verlinken, denn die haben sich wirklich die Mühe gemacht, nochmal den kompletten Produktionsablauf in verschiedenen Schritten zu filmen. Wir haben das nochmal kurz zusammengeschnitten. Sieht man einiges und dann versteht man auch, warum so ein Schuh Made in Germany ein bisschen mehr kostet als irgendein 99 Euro Nike Schuh. Und das sollte es einem dann auch wirklich wert sein. Hier das Zertifikat kennt ihr ja, das liegt auch der Box nochmal bei. Auch noch mit einer kleinen Beschreibung zum Schuh. Hinweis auch zum Community Event, schaut euch das an. Und dann zu guter Letzt gibt es natürlich noch eine schöne große Auswahl von Laces. Da hat man an alle Farben gedacht, ich zeige es euch mal kurz. Zum einen hier auch dieses Grün, dieses Bordeaux-Rot, was die Rosinen darstellt und auch Orange. Ich finde aber dennoch, Weiß ist einfach die beste Farbe, auch passend zur Midsole. Schaut euch den Shape an, mega gut. Aber so kann man natürlich auch ein bisschen variieren, den Schuh immer mal ein bisschen anpassen, wie es einem gefällt. Release wird jetzt diese Woche Samstag sein, um 20 Uhr direkt in Dresden als In-Store-Event. Kleine Party. Wer aus der Nähe kommt, sollte auf jeden Fall mal da vorbeifahren. Kann sich ab 20 Uhr dann auf dieser Release-Party dort in-store besorgen. Ansonsten kommt ihr dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag online um 0 Uhr. Erstmal nur bei Schrittmacher. Wer Bock drauf hat, sollte da auf jeden Fall schon mal zuschlagen. Ich weiß nicht, wie das aufgeteilt ist zwischen Schrittmacher und weiteren Stores, denn eine Woche später kommen auch noch eine kleine Auswahl von weiteren Stores, die den verfügbar haben. Wie viele Paare das dann aber dann noch sein werden, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Deshalb am besten direkt hier bei Schrittmacher zuschlagen. Ich werde es euch unten auch nochmal verlinken. Von meiner Seite auf jeden Fall eine absolute Empfehlung fürs Wochenende. Gönnt euch den, wenn ihr Bock drauf habt. Was den Schuh für mich ausmacht, ist auf jeden Fall ein mega cooles Running-Modell. Endlich mal wieder. Und ich würde auch mal sagen, so das Runner-Modell mit dem meisten Vintage-Vibe. Dazu auch Farben, die zu diesem Vintage-Thema gut passen, obwohl er eigentlich auf dieses stollen weihnachtliche Thema abzielt. Ist ein Design rausgekommen, was das ganze Jahr funktioniert, sowieso auch mit Mesh-Kombinationen. Dann natürlich Made in Germany, nur 303 Paare, was wirklich relativ wenig ist im Vergleich zu den vergangenen Kollaborationen.
Top-Qualität, super bequem, mega coole Box, gute Kombination von Made in Germany, Schuhhandwerkskunst und Bäcker- und Konditorhandwerkskunst in Form von diesem Stollen, der noch beiliegt. Muss ich sagen, kann man echt nicht meckern. Wie gesagt, zieht euch das Video rein, ich werde es unten verlinken. Wer aus der Nähe kommt, sollte in Dresden auf jeden Fall mal vorbeischauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!